Stell dir mal vor, du gehst heute Abend wie immer in deinen eigenen vier Wänden zu Hause schlafen. Ja. Wachst morgens früh auf, aber bist nicht mehr in deinen eigenen vier Wänden, sondern ganz woanders. Welche Fragen würden dir durch den Kopf gehen? Wo bin ich? Was mache ich hier und wie bin ich hier hingekommen? Diese Fragen würden dir durch den Kopf gehen, wenn du auf einmal irgendwo wärst, wo du nicht eingeschlafen bist. Ja. Hast du dir denn diese Fragen beantwortet auf dieser Welt? Wo bist du? Warum bist du hier? Wer hat dich hier geschickt? Nö. Ob ich noch träume oder ich könnte mir nicht vorstellen. Ich würde mich fragen, wie ich hier hingekommen bin und keine Ahnung. Ich glaube, ich wäre erstmal ziemlich verwirrt. Ja. Ich weiß es gar nicht. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich wüsste gar nicht, was los wäre. Also ich würde überhaupt nicht mehr zurechtkommen irgendwie. Okay. Ich könnte mir das nicht erklären. Welche Fragen würden dir durch den Kopf gehen? Warum ich hier bin? Ja. Was passiert ist? Ja. Und warum das passiert ist? Sehr gut, sehr gut. Mit anderen Worten, wer hat mich hierhin gebracht? Warum hat er mich hierhin gebracht? Wo soll das Ganze hinführen? Hast du dir denn diese Fragen auf der Welt beantwortet? Nein. Nein? Nein. Warum würdest du diese Fragen, die Antworten in einem Raum suchen, aber suchst diese Antworten nicht auf dieser Welt? Ich habe viel darüber nachgedacht, wo eigentlich der Sinn hinter allem stehen sollte. Nur das Problem ist, dass das Leben so komplex ist, dass ich die ganzen Facetten nicht auf einmal sehen kann. Es ist so viel, viel zu viel für einen einzelnen Menschen. Man kann nicht alles erleben, also alles, was es gibt. Und daher ist der Sinn vielleicht so versteckt, dass ihn ein einzelner Mensch gar nicht greifen kann. Aber was einen selber betrifft, kann man sich einfacher fragen und einfacher Antworten finden, als auf das, was alles betrifft. Okay. Wir würden dir gerne einen kostenlosen Koran mitgeben. Und wir sind davon fest überzeugt, dass all die Antworten, die sich der Mensch fragt oder stellt, wie zum Beispiel, wer hat mich hingeschickt, warum hat er mich hingeschickt, was ist der ganze Sinn, dass all die Antworten in diesem Koran sind. Und wir wünschen uns natürlich, dass du diesen Koran liest. Werde ich machen. Und was für uns wichtig ist, dass man den Koran mit ganz offenem Herzen liest, ohne Vorurteile, die man leider durch die Medien mitkriegt. Ja. Ja, super. Ja, super. Und wenn du den Koran liest, sag eins, was wir jedem immer empfehlen. Oh Gott, wenn es dich gibt, zeige mir die Wahrheit als wahr. Und die Lüge als Lüge. Ja. Dann, wenn du das aus dem Herzen tust, sind wir davon überzeugt, dass du im Islam landen wirst. Ich werde es lesen, ich werde meine Fragen versuchen zu beantworten und wenn es dann so ist, bin ich dabei. Inshallah, möge Allah sie recht leiten und wir sagen von Ansar TV Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir sehen, Sie haben auch einen Koran mitgenommen. Ich mal reinschauen. Ich selbst habe mich ehrlich gesagt noch nie mit dem Koran auseinandergesetzt. Ja. Aber werde ich mal machen. Ja. Das freut uns, super. Das ist die Übersetzung, die ungefähre Übersetzung auf Deutsch vom Koran Karim, das Wort von Allah. So, möge Allah dir hier drin deine Antwort geben, die du suchst, inshallah. Weil das ist das Buch, woran die Muslime glauben, das ist der Koran. Also das ist jetzt auf Deutsch, damit du es auch natürlich verstehst, weil auf Arabisch kann ich dir natürlich kein gehen, sonst hat das ja keinen Effekt. Ne? Deswegen, ich gebe dir dieses Buch mit, aber ich habe eine Bitte an dich. Egal wie, lies das Buch. Alles klar. Ja? Ich danke dir vielmals. Ja? Schöne Wochenende wünsche ich dir noch. Ja? Ich danke dir. Wir haben dir schon einen Koran mitgegeben. Richtig. Und wir sind uns sicher, dass du all die Antworten in diesem Koran findest auf deine Fragen. Oder die Fragen, die du dir nicht beantworten konntest, alle beantworten werden. Und ich hoffe, du wirst auch den Koran lesen. Ja, ja, das wirst du machen. Ich lese ihn auf jeden Fall. Ja, super. Also, was wichtig dabei ist, alle Vorurteile weg. Ja? Ja. In einem vollen Glas kann man kein Wasser mehr einschütten. Nee. Deswegen musst du ganz mit den ganzen Vorurteilen, die du vielleicht bei dir hast, musst du auch nicht haben. Aber wenn du irgendwelche hast, musst du dir alle beiseite tun und diesen Koran so lesen. Und mach eins. Sage, oh Gott, wenn es dich gibt, dann zeig mir die Wahrheit als wahr und die Lüge als Lüge. Und wenn du das aus Herzen tust, wirst du die Wahrheit finden. Mhm.
Alles klar. Dankeschön. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh von Ansar Team. هنالك ينفعون.